KEWA, die Firma hat jetzt Tor geschlossen. Kommt jetzt keiner mehr rüber. Das klingt das ganze Jahr jetzt gut. Immer mal rüber. So, ich fange an. Gut. So, alle recht herzlich hier zu unserem heutigen Richtfest in der neuen Kindertagesstätte in Töplitz. Ich begrüße recht herzlich Frau Dr. Ludwig. Wo ist sie? Da, ja. Ich begrüße recht herzlich unseren Bürgermeister Werner Große, die erste Beigeordnete Frau Manuela Sass, meinen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Christian Große und meinen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Hermann Bobka. Außerdem begrüße ich noch recht herzlich alle Stadtverordneten, die heute den Weg hierher gefunden haben. Vielen Dank auch Herr Borek. Herr Borek hat heute wieder dafür gesorgt, dass wir alle einen Tisch haben, an dem wir nachher auch stehen können, beziehungsweise unter Umständen auch sitzen. Das Wetter stimmt heute auch. Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern können, fast heute auf den Tag genau vor einem Jahr standen wir in Werder und haben die Einweihung der Rettungswache gefeiert. Dass hier heute für die HGW ein Novum, der erste Kindergarten, den wir für die Stadt Werder bauen. Trotz aller Widrigkeiten, die uns die untere Bauaufsichtsbehörde in Teltow auch diesmal wieder in den Weg gelegt hat, ist es uns gelungen, pünktlich zum Winter am 11.11. dieses Bauwerk zu beginnen. Die Rettungswache haben wir damals am 5.11. begonnen. Zwei Tage, nachdem wir angefangen hatten, durften wir dann den Bau erstmal wieder einstellen, weil hier in der Erde kulturhistorische Erdverfärbungen lagen von allerhöchster Bedeutung für unser Land Brandenburg. Der Bau wurde dann kurzfristig wieder eingestellt und nach einer Woche wieder aufgenommen, nachdem wir alle Verfärbungen sichergestellt hatten. Ich habe auch noch Bilder davon. Dieses Bauwerk und dass wir heute hier schon stehen können, ja, ist nur möglich geworden, weil hier Architekten und Ingenieure tätig waren, die sich außerordentlich engagiert haben. Zum einen der Herr Siegenthaler von der Firma PST konnte heute leider nicht kommen, liegt krank im Bett, hat sich hier über die Maßen engagiert, um Ihnen allen eine Kindertagesstätte zur Verfügung zu stellen, die nicht nur architektonisch außerordentlich wertvoll sein wird, sondern auch sehr funktional. Ich denke, dass sowohl die Kinder als auch die Erzieher sich in diesem Gebäude sehr wohl fühlen werden. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich hier nochmal bei den Bauarbeitern der Firma Bauring aus Neuruppin, die hier bei Wind und Wetter an jedem Tag im Winter auf der Baustelle waren und hier betoniert, gemauert, Stahldämmung haben und die Decke betoniert haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, denke mal, ist ein schöner Tag für Töplitz, aber auch ein schöner Tag für die Stadt Werder-Havel. Der zweite Neubau einer Kindereinrichtung, der erste war die Krippe im Hohen Weg und jetzt hier. Und der erste Bau außerhalb des Wohnungsbaus, den unsere Haus- und Grundstücksgesellschaft für die Stadt realisiert. Sie sind ja dann auch Eigentümer. Wir mieten dann die Kita zurück und tragen dann auch dazu bei, dass der Gewinn der HGW zukünftig noch weiter steigt. Wir hatten mit der HGW auch, und dann vielleicht auch das Gehalt des Geschäftsführers, wir hatten mit der HGW auch andere Zeiten schon durch, aber jetzt seit etlichen Jahren schreiben sie immer eine sehr gute schwarze Null und noch ein bisschen mehr. Und deswegen konnten sie das hier auch leisten. Ich darf mich auch bedanken für die Fördermittel, die wir vom Bund bekommen haben. Hierfür, das erleichtert doch einiges.
Und Kindereinrichtungen brauchen wir wirklich. Wir gehen jetzt auf die 24.000 Einwohner zu, liegen damit schon 2.000 Einwohner über der Prognose des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Ich darf mich auch bei allen recht herzlich bedanken, die hier mitgewirkt haben. Ich wünsche einen guten Verlauf der weiteren Bauarbeiten und ich hoffe, dass wir uns dann alle froh und munter zur Einweihung wieder treffen. Danke. Es ist bestimmt in Dorf und Stadt ein Glück fürs Volk, wenn es Nachwuchs hat. Denn ohne diesen stirbt das Haus mit der Familienzukunft aus. Und wie? Wie wird das Leben leer? Ja, gäbe es keine Kinder mehr, die fröhlich voll von Mainwind doch stets des Volkes Frühling sind. Drum hoffe ich, dass sich jedes freut, dass man in unserer Heimat heut, wie es nötig ist auf dieser Welt, den Kindergarten hier erstellt. Der Herrgott möge seinen Segen aller Zeit dem Kindergarten geben und schenken allen Kindern drin stets einen guten, frohen Sinn. Dass dies in Erfüllung gehe, heb ich mein Glas zur Höhe und trink es aus zum Wohl allfort, hier auf diesen Kinderhaut. Und der Scherben Stück um Stück bringen den Kindern künftig Glück, wie auch sonst noch jedermann, dies wünscht froh der Zimmermann. Der ist doch super. Also machst du besser als ich, dann freut man nicht mehr abgerutscht. Exakt. Zweimal daneben. Super, super. Ich glaube, du musst das immer machen. Meinst du? Ja, du machst das viel besser. So, fertig. Besser.